Michael, im September findet in Berlin die Messe InnoTrans statt. Eine sehr wichtige Messe für Stauf. Absolut. Die InnoTrans-Messe ist die weltweit führende Fachmesse für die Schienenfahrzeugindustrie. Und es ist eine absolut gute Gelegenheit für Branchenfachleute, sich aus aller Welt sich mit Leuten zu treffen und auszutauschen. Die InnoTrans sollte ja eigentlich 2021 stattfinden. Und wie wir alle wissen, gab es ja dann die Corona-Pandemie. Das heißt, die Messe wurde zunächst verschoben, später leider dann ganz abgesagt. So, das heißt, Stauf sollte hohe Erwartungen haben jetzt an die diesjährige Messe. Definitiv. Es war, wie gesagt, für uns immer schon eine sehr gute Gelegenheit, dort sowohl bestehende Kunden und Partner zu treffen, als auch neue Kunden kennenzulernen und von unserem Produktportfolio zu überzeugen. Ja, das Fokusthema des diesjährigen Messestandes auf der InnoTrans von Stauf ist Stauf Line. Ja. Kannst du uns ein bisschen Details sagen, was steht Stauf Line für? Ja, Stauf Line ist der Oberbegriff für ein volles Paket aus Komponenten, Systemen und wertschöpfenden Dienstleistungen. In diesem Falle für bestimmte Märkte, in diesem Fall natürlich für die Schienenfahrzeugindustrie. Ja, dann gehen wir doch mal diese drei Bestandteile durch. Fangen wir mal mit Komponenten an. Genau. Komponenten, wir haben innerhalb von Stauf ein Portfolio von ungefähr 50.000 Standardkomponenten, aber auch gerade für den Schienenfahrzeugmarkt haben wir auch marktspezifische Komponenten, wie zum Beispiel flammhemmende Rohrschellen oder Kabelschellen. Wir haben Schlauchleitungen gemäß EN 545-2. Wir haben Rohrverschraubung in Stahl und in Edelstahl und so weiter. Also ein komplettes Paket an Komponenten. Sehr gut. So, was verbirgt sich hinter Systemen? Systeme ist die nächste Stufe, das heißt, das sind einbaufertige Port-to-Port-Lösungen, das sind zum Beispiel gebogene Rohrleitungen, das können konfektionierte Schlauchleitungen sein. Wir können das auch zusammenbauen zu komplexen Modulen. Das zeigt, oder es gibt so einen Überblick über die weltweiten Möglichkeiten, die wir haben. Ich würde es in einem Satz zusammenfassen: Stauf versteht den Schienenfahrzeugmarkt. Ja, das ist eine gute Zusammenfassung, gefällt mir. Ja, jetzt kommen wir noch zum Thema Dienstleistung, dem letzten Teil. Ja, wir haben ein Team von sogenannten Application Engineers, also Anwendungsingenieuren. Dieses Team kann dem Kunden dabei helfen oder unterstützen, die richtigen Komponenten auszuwählen, die richtigen Produkte auszuwählen, aber auch seine Systeme zu optimieren. Wir stellen das auf der Messe dar mit dem sogenannten Shadowboard-Konzept. Das heißt, das haben wir auch schon bei vielen Schienenfahrzeugkunden, haben wir das in der Anwendung. Und das bringt, ich sag mal, Logistik und Engineering auf das nächste Level. Okay, so, wenn ein Besucher jetzt sich vom Mehrwert, den der Stauf Line nun mal bietet, persönlich überzeugen möchte und möchte auf dem Messestand einen Termin machen, was ist der einfachste Weg? Ja, der einfachste Weg ist natürlich, so auf die Messe zu kommen, ist klar, aber es macht es natürlich viel mehr Sinn, wenn man einfach auf die Website geht. Das ist dann www.stauf.com/innotrans. Dort kriegt man weiterführende Informationen, aber auch gleichzeitig ein Formular, wo man sich eintragen kann. Dann kann man entweder mit mir oder meinem Team entsprechende Termine vereinbaren für die Messe. Ja, und wir freuen uns auf den Besuch. Dann sehen wir uns auf der Messe. Sehen wir uns auf der Messe.